Das Thema ist ein bisschen Rückblick. Wie ist die Umstellung auf SEPA gelaufen, Herr Thiele? Ich denke, damit sollten wir es nicht insgesamt ganz belassen, sondern auch ein wenig nach vorne schauen. Aber wir fangen mal mit dem Rückblick an. Sie haben es heute Morgen in Ihrer Rede schon gesagt, es war ein großes Projekt, es war ein durchaus auch technisches, anspruchsvolles Projekt. Es ist alles gut gelaufen. Wenn Sie jetzt nochmal zurückblicken, was hätte man vielleicht anders machen können, damit es noch effizienter, noch besser gelaufen wäre? Also durchaus auch ein bisschen nicht nur Lob, dass es alles gut geklappt hat, sondern vielleicht auch ein Stück weit einen kritischeren Blick darauf werfen, bitte. Ich glaube, ein entscheidender Beitrag war auch die Einrichtung des SEPA-Rates, denn ich hatte seinerzeit Herrn Asmussen das vorgeschlagen, denn die Trilogverhandlungen, die das gemacht haben, die den Endtermin festgesetzt haben, die haben dafür gesorgt, über den Endtermin, dass es kommen musste. Und die ganzen Verbände, Interessenvertreter unterschiedlicher Art unterhielten sich dann über die Medien mit Schlagzeilen, um dem anderen da irgendwie einen einzuschenken oder sonst irgendwas zu machen. Und dann habe ich Herrn Asmussen, der war seinerzeit, der hat ja mehrere Funktionen. Zwischenzeitlich, ich bin jetzt 5 Jahre in der Bundesbank, aber ich bin immer noch auf meiner Position. Herr Asmussen war seinerzeit Staatssekretär im Richtig. Bundesministerium der Finanzen, bis ein weiterer Weg dann eben seine Bahn nahm. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen, ob man nicht einen SEPA-Rat bilden sollte, denn wir als Bundesbank hätten mit dem Endtermin eigentlich nichts zu tun. Das hätte die Politik gemacht und damit müsste die Politik sich auseinandersetzen. Ich habe ihm aber die Mithilfe der Bundesbank angeboten und eben den Vorschlag des SEPA-Rates unterbreitet. Er war gleich dafür, aber sein Haus war ein bisschen zögerlich. Und als wir dann nach einem halben Jahr die erste Sitzung hatten, kam der damalige Unterabteilungsleiter nach der Sitzung zu mir und sagte: Herr Thiele, wir haben das Thema unterschätzt, gut, dass wir den SEPA-Rat haben. So, und wir haben, glaube ich, inzwischen 11 Mal etwa getagt. Und seit Einrichtung des SEPA-Rates haben die Beteiligten miteinander gesprochen und nicht mehr übereinander. Und insofern wurde das viel zielorientierter geführt. Das hat die Öffentlichkeit nur begrenzt wahrgenommen. Aber das war ja auch schon Erfolg, IBAN den Schrecklichen oder IBAN die Schreckliche aus den Schlagzeilen rauszuholen, um das Thema eher zu einem technischen Thema zu machen, welches dann eben auch gelöst wurde, mit Ausnahme derjenigen, die zum 1. Februar 2016 migrieren müssen, nämlich alle. Und das Thema steht nach wie vor vor der Tür. Dazu gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Bin grundsätzlich auch ein optimistischer Mensch, aber jetzt natürlich als Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank auch von Bedenken getrieben, denn die Bundesbank ist ein Lösungsmittel und Lösungshelfer häufig, aber auch durchaus als Bedenkenträger in der Öffentlichkeit bekannt. Und insofern haben wir hier SEPA ab Februar 2016 einige Bedenken, ob das alles so läuft. Sie nicht so, wenn ich das richtig raushöre, Doch, durch den doch, doch, Grundoptimisten. doch. Gerade ich. Und insofern haben wir da noch eine Strecke vor uns, aber da hatten wir uns auch in Vorgesprächen mit der Kreditwirtschaft darauf geeinigt, nicht zu früh die Pferde scheu zu machen, denn eigentlich läuft ja alles ganz vernünftig. Aber es sind immer noch genügend Personen da, die kennen es eben nicht entsprechend, die gehen damit nicht entsprechend um. Es gibt auch nach wie vor Rechnungen, die haben die IBAN nicht drauf und so weiter. Stimmt. Und wenn dann eben nicht konvertiert werden darf, würde es bedeuten, und das ist die Folge, dass die Zahlung nicht mehr ausgeführt werden darf, sondern zurückgegeben wird. Und das ist nicht entsprechend bekannt, dass das die Folge wäre. Und dafür muss man werben, dass diese Folge möglichst nicht eintritt. Herr Massendag, zu den Ausführungen drei Nachfragen. Das eine ist natürlich einmal ein Fazit der Kreditwirtschaft. Sie sprechen nun für die ganze Kreditwirtschaft hier in dieser Runde, sprechen gerne von der Erfolgsstory SEPA. War es das? Zweite Nachfrage, Starttermin oder 2016, haben Sie ein Gefühl, auch wenn man die Pferde nicht scheu machen will, wie viel hier noch umzustellen ist? Also was noch an Restkunden hier vorhanden ist. Und IBAN, wie ist das in der täglichen Praxis? Wir haben heute morgens ein bisschen den Appell von Herrn Thiele gehört, man möge sich an diese Viererblockung halten, bitteschön. Wird das überall gemacht? Wie groß sind die Probleme der Kunden, der Banken, was Sie aus dem täglichen Umfeld hören, noch mit IBAN? Ja, Herr Otto, zu Ihrer ersten Frage. SEPA ist auch aus der Sichtweise der deutschen Kreditwirtschaft, und hier kann ich jetzt wirklich auch für die anderen Verbandsbereiche reden, eine Erfolgsstory gewesen. Es ist eine riesige Herausforderung, auch zunächst für die Kreditinstitute gewesen, die ja die SEPA-Verfahren auf europäischer Ebene zwischen 2002 und 2006 erstmal entwickeln mussten und dann eben im
Dialog dann auch mit den jeweiligen nationalen Nutzern diese Dinge zur Anwendung bringen mussten. Und wie Herr Thiele gerade gesagt hat, die Einrichtung des SEPA-Rats war da auch aus unserer Sicht retrospektiv unglaublich hilfreich, weil es tatsächlich gelungen ist, dann die entsprechenden Bedürfnisse der Bankkunden und der Nutzer frühzeitig dann auch in die jeweiligen Bankprozesse zu integrieren. Also von daher ein ganz klares Ja. Man muss sicherlich auch konstatieren, worauf wir in gewisser Weise auch stolz sein können, dass es uns ja gelungen ist, das deutsche Lastschriftverfahren, was ja bislang in den anderen europäischen Ländern unbekannt war, die anderen Märkte funktionieren anders, aber doch das europäische Lastschriftverfahren in die SEPA-Welt zu exportieren, was für die Banken, also gerade auch hier für unsere Institute, ein ganz wesentliches Plus der SEPA-Umstellung war. Ihre zweite Frage, Herr Otto, also nach allem, was wir mitbekommen, laufen mittlerweile 80% aller Überweisungen, aller Zahlungsvorgänge schon auf SEPA-Basis. Das heißt, hier ist noch eine Lücke von ungefähr einem Fünftel, die sich jetzt sicherlich aber dann auch bis zum 1. Januar 2016 noch weiter abbauen und reduzieren wird. Aber auch um das aufzugreifen, was Herr Thiele gerade gesagt hat, wir gehen im Moment davon aus, dass auch die Häuser dann über dieses Datum hinaus noch Konvertierungslösungen anbieten werden, wenn es denn wirklich zwingend erforderlich sein sollte. Von daher also auch an sich an der Stelle jetzt keinerlei Irritationen, keinerlei Zweifel, dass der 1. Januar 2016 nochmal zu größeren Problemen führen könnte. Mhm. IBAN. Und die dritte Frage, IBAN, gut, also ich meine, die mediale Wahrnehmung ist natürlich so, wie sie ist. Also auch das Schlagwort, das dann geprägt worden ist von IBAN dem Schrecklichen. Klar, für jeden ist es eine Herausforderung, aber Herr Thiele hat ja heute Morgen in seinen Ausführungen die dann an sich doch relativ simple Struktur der IBAN dargestellt, wenn man sich einmal das DE gemerkt hat, die Prüfziffer, also die Kontonummer hat man sowieso im Kopf und die Bankleitzahl ist also jetzt auch nicht, sage ich mal, so richtig verstanden haben sich die Kunden noch nicht. Also wenn man sich ein bisschen konzentriert, wenn man sich ein bisschen konzentriert, kriegt man auch schon, glaube ich, die IBAN ganz gut auf jedes Überweisungsformular oder in jedes Online-Banking-Überweisungsformular rein. Aber natürlich auch da muss den Kunden weiter Unterstützung angeboten werden. Das ist notwendig. Ja. Gut. Herr Willing, ein Stichwort, glaube ich, ist eben schon gefallen. Lastschriftverfahren, sicherlich einer der großen Punkte auch für die deutsche Versicherungswirtschaft. Und wie schätzen Sie es ein? Was waren sonst Knackpunkte? Was waren die Herausforderungen, die Sie als Versicherungswirtschaft bewältigen mussten bei SEPA? Gerne auch, wie gesagt, im Blick zurück, immer auch ein kritischer Blick. In Bezug auf die Knackpunkte ist bei uns festzustellen, dass wir eigentlich man hat viele Menschen wieder getroffen, die man schon beim Jahr 2000 Problem in dem Projektmanagement gesehen hat. Diese ganzen Berater und sowas. Zumindest bei uns war das so. Ich weiß nicht, ob das in anderen Bereichen auch so war. Und ich glaube, da kann man eine gewisse Lernkurve, kann man durchaus feststellen, von dem, was wir dort gesehen haben. Das ist das eine. Das zweite ist, dass selbstverständlich das Thema Kommunikation ganz, ganz wichtig war beim Thema SEPA. Da ist der SEPA-Begleitrat sicher eines der ganz zentralen Aspekte gewesen und insofern auch großen Dank an Herrn Thiele, der das organisiert hat. Es war uns möglich, dadurch einen gewissen, verobjektivierten Druck auch auf die Mitgliedsunternehmen hier und dort darzustellen. Dass dieser Druck nicht nur, kam, weil SEPA kam, sondern gesagt wurde, es gibt hier einen Geleitzug von allen beteiligten Marktplayern, die dann hingehen und gemeinsam SEPA umsetzen. Und ich glaube, das war ein ganz wesentlicher Schritt, dass man hier zusammen sich gesetzt hat und dieses Projekt gemeinsam angegangen ist. Für uns ganz besonders wichtig, selbstverständlich das Thema der Mandatsumstellung. Sie wissen, wir haben roundabout 430 Millionen Verträge mit den Versicherungskunden. Davon liefen bislang über das traditionelle Lastschriftverfahren 260 Millionen Verträge. Insofern war die Frage für uns, was machen wir mit den bisherigen Mandaten? Wie kann hier eine Umdeutung stattfinden? Und dass man hier eine Umdeutungslösung gefunden hat, gerade etwas Praktisches, eine praktische Möglichkeit der Umdeutung geschaffen wurde, die auch unbürokratisch war. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Schritt nach vorne gewesen. Gerne aus meiner Sicht, um die letzte Anekdote dann auch zu sagen,
hätte ich hier einen Vertreter der GEZ gesehen. Ich persönlich habe 4 Schreiben der GEZ bekommen, wo immer gesagt wurde, gib mir mal dein IBAN, gib mir dein BIC, wie sieht das aus mit der Umstellung? Ich habe nie geantwortet, um zu sehen, wie viele Schreiben bekomme ich eigentlich. Und dass uns dieser Schritt erspart wurde, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger in Bezug auf die Umstellung mit der Mandatsumdeutung. Ja. Und ich glaube, auch dieses ist Teil der Gesamtstrategie, die wir dann im SEPA-Begleitrat entwickelt haben, ist das geschuldet. War die Verschiebung des Starttermins aus Ihrer Sicht im Nachhinein betrachtet richtig und notwendig? Oder hätte man sich das eigentlich auch sparen können? Also aus Sicht der Versicherungswirtschaft waren wir hinreichend vorbereitet. Es wäre nicht nötig gewesen, das Ganze zu verschieben. Hat nur Zeit gekostet. Es hat das gesamte Projekt so ein bisschen, ich sag mal, mit einem gewissen Schlaglicht versehen, was aus unserer Sicht nicht notwendig gewesen wäre. Wir hätten uns diese Verschiebung eher gespart, um ehrlich zu sein. Wir auch, denn ich sage mal, gerade bei solchen Umstellungen ist, ich habe es ja auch öffentlich kritisiert. Es war allerdings auch Wahlkampf in Europa und möglicherweise hat das mit dazu beigetragen. Aber dann darf das auch mal gesagt werden, weil eben auch Europa nicht nur für sich ist, sondern hier hat es ein klares Regelwerk vorgegeben. Und trotz Bedenken im EZB-Rat an anderer Stelle hat die Kommission einfach gesagt, wir verschieben. Ja. Und das aus sich heraus. Und wenn man dann sagt, zukünftig soll Glaubwürdigkeit bei Terminen, bei anderen Projekten eingehalten werden und derjenige, der eigentlich dafür zuständig ist und das machen muss, hält sich nicht dran, sondern verschiebt einfach, ist ein schlechtes Beispiel für die Zukunft. Denn auch wir in der Bundesbank versuchen in allen Bereichen, Probleme zu identifizieren, Zeitrahmen festzulegen, auch in Gesprächen mit den Beteiligten und dann eine Linie vorzugeben, die klar zu kommunizieren und einzuhalten. Denn wenn die nicht eingehalten wird, dann kann ich mir das Ganze vorher auch sparen. Gut. Und insofern konnte die Glaubwürdigkeit ein Stück gelitten haben, ist nun auch kein riesengroßer Betriebsunfall, denn außer unserer kleinen Szene haben das nicht allzu viele wahrgenommen. Stimmt. Und insofern ist es, wie es ist, aber es ist kein Modellcharakter, sondern es ist eher etwas, wie es nicht sein sollte, klar vorher kommunizieren, die Marktteilnehmer mitnehmen, dann wissen sie, was auf sie zukommt und das hilft den Marktteilnehmern, die alle in ihren Häusern auch Probleme haben, für das Projekt Mittel einzuwerben und so weiter, zu sagen, das machen alle, wir sind Teil davon und wir müssen mitmachen, das vereinfacht die Situation. Vielen Dank. Herr Pauli, nochmal der Rückblick. Erfolgsgeschichte fiel eben bei Sie, dem Wort SEPA. Würden Sie das unterstreichen aus Sicht des Verbrauchers? Ist SEPA auch für den Verbraucher eine Erfolgsgeschichte? Also es ist zumindest keine Misserfolgsgeschichte geworden, das ist schon mal wichtig. Und das Besondere vielleicht auch an SEPA, was wir in der Begleitung erlebt haben, ist eben, es war ein großer Umstellungsprozess, an dem allerdings die größte Nutzergruppe, nämlich die Verbraucher, quasi nicht unmittelbar selbst mit beteiligt gewesen war. Also nicht wir jetzt als Verband, da haben wir, glaube ich, eine ganz andere Arbeit leisten können, aber die eigentlichen Verbraucher, also die draußen nun mit diesem neuen Produkt dann ab 2014 beglückt worden, die haben davon sehr, sehr spät etwas mitbekommen. Und insofern bin ich gar nicht so undankbar, dass wir IBAN die schreckliche hatten, weil mal abgesehen von der Diskussion, die das aufgeworfen hat, hat das mal sehr kurzfristig und zwar auch mit einem groß genugen Vorlauf auch zum Beispiel für die EU-Kommission das Signal gesetzt, halt, hier passiert IBAN ja ist was. Vielleicht nicht die schreckliche, aber IBAN mit Big Bad Buddy, Big im Schlepptau, da würden heute sicherlich viele auch heute noch sehr genervt reagieren, wenn sie die Big also auch noch immer für Inlandsüberweisung auftragen müssen. Und für diesen Erfolg, dass die Kommission auch damals nach Berlin kam, was ist los bei euch, ne, was können wir besser machen und gleich in die SEPA-Migrationsverordnung von Anfang an reingenommen haben, wir müssen weg von der BIC, wir müssen es einfacher machen, wir müssen es nutzerorientierter machen. Das war, fand ich, schon ein ganz großer Erfolg dieser frühen Ansage, weil es war sehr gut, dass wir im SEPA-Rat sehr viel diskutieren konnten, sehr viel im Vorfeld diskutieren konnten. Dadurch konnten eine Menge Probleme quasi vorgespielt werden und vermieden werden. Und das ist eigentlich das, was man sich auch wünschen sollte, weil diese ganzen Prozesse haben einen irre langen Vorlauf. Also wir haben über dieses Thema seit 2004 im Grunde in europäischen Gremien gesprochen. Und bei diesem langen Vorlauf ist es ganz schwierig, die Aufmerksamkeit von Menschen zu bekommen für eine wichtige Umstellung, die auf sie zukommt. Und da ist es dann doch im Großen und Ganzen ganz gut gelungen, das erstmal so umzusetzen.
gut. Wenn Sie jetzt wieder ein Stück weit nach vorne schauen, welche Lehren ziehen Sie für den Verbraucher aus dieser SEPA-Umstellung mit Blick auf den künftigen Zahlungsverkehr? Weil wir wollen natürlich nicht zurückschauen. Was sind Botschaften, wo Sie sagen, die sind extrem wichtig? Also die eine Botschaft ist, dass man tatsächlich frühzeitig, denke ich, auch die Verbraucherseite kontaktieren, konsultieren sollte, gucken sollte, dass wir versuchen, nach besten Möglichkeiten zu schauen, welche Interessen liegen bei den Verbrauchern, wenn größere Umstellungen angehen. Ich denke, man kann auch einiges aus dem Prozess lernen. Ich finde es zum Beispiel sehr spannend, dass SEPA ja um Standards sich rankt und dass diese Standards auch verteidigt werden wollen, weil Standards sind immer etwas, was Wettbewerb ermöglicht. Es gibt viele Lösungen, die wir jetzt diskutieren, die sind eigentlich keine Wettbewerbslösungen, sondern sind Einzellösungen, Einzelfalllösungen, neue Entwicklungen, die dort entstehen. Aber wie kriegen wir die in Standards rum? Und welche Entwicklungsprozesse gibt es darum, um Standards zu vereinbaren? Und da, finde ich, sind wir auch bei SEPA noch lange nicht abgeschlossen. Es kam ja heute früh schon in den Beiträgen. Bei den Karten haben wir einen technischen Standard, aber der vertragliche Standard, der jetzt kommt, der muss sich eigentlich erst noch entwickeln, damit das wirklich umgesetzt wird, dass jeder das wirklich einsetzen kann. Und dass wir dann eben auch einen Wettbewerb haben werden, wo ich mir als Verbraucher, aber auch der Händler sich aussuchen kann, mit welchem Vertragspartner er es macht. Und nicht nur sozusagen mit dem einen Instrument oder mit noch einem Instrument und noch einem Instrument. Und das ist, denke ich, etwas, was wir entwickeln müssen und wo wir darauf achten müssen. Herr Thiele, PSD2, schafft die einheitlichere Standards im Bereich Zahlungsverkehr? Stichwort Level Playing Field natürlich. Das ist eben der Punkt. Ich glaube schon, denn auch eben auf EZB-Ebene, auch mit Yves Mersch, die ganzen Diskussionen gingen darum, keine nationalen Alleingänge. Das heißt, es soll ein gleichmäßiges Spielfeld sein und das heißt auch eine neue Lösung, sei es Japital oder ähnliches andere, muss eben nicht nur um Hamburg herum oder so, sondern in Deutschland und möglichst dann eben auch in Europa nutzbar sein. Das ist eigentlich das Wesen und das soll eben auch unter anderem mit PSD2 erreicht werden. Herr Massenberg greift schon nach dem Mikrofon. Ja gut, da habe ich ja vorhin schon zum Ausdruck gemacht, dass das von Seiten der Kreditwirtschaft differenziert wird. Weil Ihre Befürchtungen sind andere. Also, Herr Thiele hat natürlich völlig recht, wenn er sozusagen auf die Schaffung regional gleichwertiger Wettbewerbsverhältnisse hinweist oder sogar europaweit gleichwertiger Wettbewerbsverhältnisse. Die werden durch die PSD2 sicherlich konstituiert, aber Fakt bleibt auch, dass Drittanbieter eben künftig, ich sag mal, sich in einem Umfeld bewegen, wo sie für ihre Dienstleistungen nicht mit den Belastungen konfrontiert sein werden, die die Banken erbringen müssen. Denn Banken müssen die Schnittstellen und ihre Infrastruktur diesen Drittanbietern, wenn sie denn zugelassen sind, kostenlos zur Verfügung stellen. Und das halten wir nach wie vor für einen massiven Wettbewerbsnachteil bzw. Bevorzugung dieser Drittanbieter. Sie haben einsame Klatsche, aber immerhin, Herr Massler. Ich hatte es heute Morgen Herrn Thiele schon gefragt, dieses Thema, wer überwacht eigentlich diese neuen Anbieter, diese neuen Systeme? Dann sagte er, natürlich guckt die Bundesbank sich das sehr genau an, sprich die nationalen Notenbanken. Reicht das aus Ihrer Sicht mit Blick auf Europa aus oder bräuchten wir hier eine einheitliche, von mir aus unabhängige Institution, die man natürlich wieder schaffen müsste, das heißt, wir hätten noch so ein Ding. Aber ist es richtig, dass nationale Notenbanken nationale Wettbewerber beobachten oder bräuchten wir mehr? Nein, also ich glaube, dass die Aufsichtsinstitutionen dafür auch gut gerüstet sind, insbesondere die EZB und dann eben auch die Mitgliedsinstitute des Systems der Europäischen Zentralbanken. Aber es ist ja so, dass auch die EBA und auch die nationalen Institutionen, die BaFin, da auch noch eine Rolle spielen werden. Und von daher glaube ich, dass auf der institutionellen Seite der regulatorische Rahmen richtig aufgestellt ist. Gut. Herr Thiele, Randfrage. Wir haben eine Zeit lang hier auch im Rahmen dieses Forums immer wieder darüber diskutiert, dass der Zahlungsverkehr von gerade Kartenzahlungsverkehr von 2 Anbietern hauptsächlich europaweit dominiert wird. Die Kommission wollte immer mehr Wettbewerb. Das hat bislang nicht so wirklich funktioniert. Die ganzen Versuche, andere Systeme aufzubauen, sind gescheitert. Warum und kommen diese Diskussionen wieder? Also warum kann ich letztlich nicht beantworten, wobei eben auch in unserer Zahlungsverhaltensstudie Girocard ja eigentlich die hauptgenutzte Karte ist. Nationale, ja. Und wir werden dann über die Kostendegression, die vorgegeben ist, werden wir vermutlich eine Veränderung noch erfahren.
die aber in der Kreditwirtschaft sich abspielen wird, weil eben die Frage ist, wann tritt dort welche Ertragssituation auch ein? Denn wenn ich Bargeld und Zahlungsverkehr anschaue, jedes Kreditinstitut oder jeder Bürger oder jeder Kunde eines Kreditinstitutes erwartet, mit beiden Möglichkeiten operieren zu können. Bargeld ist im Wesentlichen Kostenfaktor, muss aber trotzdem erbracht werden, weil der Kunde das erwartet. Ja. Und im Zahlungsverkehr, im Kartenverkehr sind eben nicht nur Kosten, sondern eben auch Erträge für die Kreditwirtschaft dabei. Immer weniger durch die bösen Vollkommen klar. Und das ist momentan der Weg, der da ist. Und da wird in den Kosten sich etwas verändern. Und ich vermute, dass es durch die Veränderung der Kosten sich auch Veränderungen im Markt ergeben werden. Okay. Aber das steht eben erst vor der Tür. Da muss der Markt mit umgehen. Das kam auch nicht von uns. Herr Pauli, war die Abschaffung oder die Senkung von Interchange-Gebühren richtig? Weil, so wie ich das beobachte, zahlt der Verbraucher jetzt mehr. Also es ist ja eine Umschichtung von Händler, von Bank zu Bank hin zu Verbraucher. Also der Verbraucher zahlt am Ende eh immer alles. Der Arme. Ist jetzt mal so ein bisschen gut die Binsenweisheit zu Beginn. Also irgendwo kommt es ja immer am Kunden und an den Endpreisen bleibt es dann hängen. Ich glaube, das Wesentliche war für uns jetzt in dem Kontext eigentlich weniger die Frage, ob welche Interchange-Gebühren nun genau dazwischen Händler und Kartenanbietern bzw. den Abwicklern vereinbart werden. Hintergrund für uns ist eher die Frage gewesen, wie entwickelt sich die Frage, ob man für das Bezahlen bezahlen muss. Denn das ist ja etwas, was als Jungtim-Klausel sozusagen in der PSD2 drinsteht, nach dem Motto, man muss für etwas nicht extra bezahlen als Zahlungsmittel, wenn es in die Regularien der Interchange-Regulierung hineinfällt. Passiert aber gerade, ja. Also ich kenne zum Beispiel Fahrkartenautomaten, Deutsche Bahn, 50% Aufschlag auf Kreditkartenzahlung. Ja. Fluglinien. Wir sind auch in verschiedenen, also unser Verband ist auch in verschiedenen Verfahren, wenn es darum geht, zum Beispiel zu klären, gerade bei Reiseanbietern und Fluglinien haben wir das schon in extenso durchexerzieren müssen. Gibt es da ein kostenfreies, auch tatsächlich allgemein verfügbares Zahlungsmittel? Das ist ein Ärgernis und das ist auch ein Wettbewerbshindernis, weil man sich ja auch als Verbraucher immer die Frage stellen muss, bedeutet mehr Wettbewerb im Zahlungsverkehr jetzt eigentlich, dass ich eine Auswahl habe oder bedeutet es, dass ich quasi jedem Trend, jeder Funktion, jeder App, jedem Anbieter hinterherlaufen muss, um dann sozusagen so richtig schöne lange Kartentasche oder eben Zusatzspeicher im Handy für verschiedenste Apps aufnehmen zu müssen, bloß um dann sozusagen möglicherweise hoffnungsvollerweise das Zahlungsmittel dabei zu haben, was bei diesem anderen Händler nun zufälligerweise sozusagen in seine Linie passt. Das, so stellen wir uns eigentlich nicht Wettbewerb vor. Das kann nicht Wettbewerb sein, dass man alles machen muss, um überall kostenfrei oder günstiger bezahlen zu können, sondern das ist ja das, was ich auch eben meinte mit den Standards, die da eigentlich eher her müssen. Und das wird auch für die Zukunft sicherlich eine Fragestellung sein. Wir sind in der Hinsicht, bilden wir als Verband natürlich auch jetzt erst unsere Position auf. Die neuen Zahlungsmittel werden ja auch jetzt erst ganz frühzeitig sozusagen von Verbrauchern in Kenntnis genommen. Wir kennen die Zahlen, das ist verschwindend gering, was da bisher noch passiert. Aber natürlich wird es zum Thema werden und man muss sich eben auch überlegen, gut, die Basis ist das Konto, das kriegen wir ja Gott sei Dank jetzt auch dann demnächst gesetzlich. Das ist ja auch schon mal ganz wichtige Errungenschaft. Aber das, nach dem Motto, ein Verbraucher hat auch keine unbeschränkte Bonität. Ein Verbraucher hat nicht unbeschränkt Mittel zur Verfügung. Wenn ich anfangen muss, meine Mittel auf die verschiedensten Zahlungsinstrumente, E-Geldinstrumente zu verteilen, und dann stelle ich nachher am Ende des Monats fest, Mist, ich habe das Geld, was ich brauche, aber auf dem falschen Zahlungsmittel. Damit kann ich bei dem Händler nicht einkaufen oder nicht günstig einkaufen. Das wäre sicherlich nicht das, was man als Ergebnis haben möchte, sondern es kommt darauf an, dass man als Verbraucher die Wahl hat, welche Instrumente man einsetzt und dass man verschiedene Möglichkeiten hat und dass es eben nicht eingeschränkt wird. Und das ist eine Anforderung, da müssen wir eigentlich jetzt die Voraussetzungen entwickeln, weil jetzt werden die Instrumente am Markt gebildet, sonst heißt es hinterher von ganz vielen Anbietern, ja, aber wir haben da Millionen, Milliarden investiert und jetzt sollen wir auf einmal nicht mehr das können. Das heißt, wir müssen uns die Gedanken jetzt schon machen, wie wir das eigentlich gestalten wollen und deshalb ist es wichtig, darüber jetzt schon zu sprechen. Antworten, Herr Massenberg, Herr Thiele, sonst mache ich. Gut, okay, wird genickt. Sonst, wobei, ich gucke jetzt einfach einmal in die Runde. Stichwort SEPA-Rückblick, Stichwort Bezahlausblick. Fragen von Ihnen an das Podium. Ich sehe immer noch nicht wirklich gut, aber ich sehe auch keine Hände. Sie sehen eine? Ja, hier vorne, Entschuldigung. Herr Adolf, es kommt, ich glaube, wir haben Mikros. Wenn Sie ganz kurz warten, Herr Adolf, bitte.
Da kommt ein Mikro für Sie. Bitte schön. Vielleicht zum Rückblick. SEPA, natürlich verstehe ich die Planungssicherheit. Es war wichtig, immer einen Termin zu haben. Also als einer der Dienstleister muss ich sagen, so ein halbes Jahr extra Reserve war für einzelne Fälle doch gar nicht so schlecht. Und zwar, es lag nicht unbedingt an uns, sondern an anderen Beteiligten. Ein Netzbetreiber, und der auch Internet-Lastschriften abwickelt. Es war also rein operativ für Einzelfälle durchaus eine hilfreiche Verlängerung, auch wenn wir es anders geschafft hätten. Natürlich verstehe ich das Thema Planungssicherheit. Aber auch das Thema Umstellungen, dass es bei IT-Projekten Verzögerungen gibt. Ich meine, da sind genug hier im Saal, die das immer wissen. Und dass man eventuell auch bei zukünftigen Planungen überlegen sollte, was mache ich, wenn es IT-technisch knapp wird bei verschiedenen verteilten Systemen. Das heißt nicht, dass ich unbedingt immer nicht einen Termin einhalte, aber dass ich mir überlege, wie kann ich das in der IT de facto in den sehr verteilten Systemen umsetzen. Das nur so als Input. Und ja, ansonsten, was mir fehlt, ist eigentlich ein bisschen rückblickend. Wir haben letztes Jahr alle sehr viel SEPA gemacht. In der Zeit haben die Amerikaner, ich sag mal, Apple Pay gemacht. Und das sollte man auch schauen, dass wir auch genug Zeit haben für Innovationen, für konsumentenfreundliche. Auch in der Infrastruktur, ne? Herr Thiele, ist die Bundesbank innovationsfeindlich? Okay, aber wir sind nicht Apple und Amerika ist nicht Apple, sondern Apple hat das gemacht. Ja. Und insofern ist nicht ausgeschlossen, dass die eine oder andere Änderung in der Zukunft von ganz großen Konzernen mitgesteuert wird, die eben in die Märkte drücken wollen. Und insofern ist alles zu begrüßen aus meiner Sicht, was eben hier auch in Deutschland, in Europa geschaffen werden kann, um auch hier schnell, einfach und sichere Systeme auf den Weg zu bringen. Das hatte ich ja schon angesprochen. Aber zu Herrn Adolf, der erste Punkt ist ja natürlich, wenn ich Innovation habe, wenn ich wie zum Beispiel Target to Securities das neu entwickeln muss, dann wird es dabei logischerweise Probleme geben und die Probleme werden auch zu Schwierigkeiten führen können. Das war aber nicht das Problem von SEPA. Sondern das war ja durchentwickelt, sondern es war die Frage, wann ist wer wie wach geworden und hat er sich rechtzeitig gekümmert und hat er sich nicht gekümmert. Und es gab immer auch im SEPA-Rat die Diskussion um den Plan B. Nur, das ist eben, ich bin von Haus aus Jurist, ich weiß, dass man Anträge manchmal auch mit Hilfsanträgen stellen muss, aber wenn ich dann den Hilfsantrag in den Vordergrund stelle, kommt der Hauptantrag nicht mehr zum Tragen. Und insofern ist eben schon aus meiner Sicht der Punkt, ich habe ein Hauptanliegen, das muss ich diskutieren und das sollte ich auch mit einer entsprechenden Linie vertreten. Denn wenn ich von vornherein auf die Hilfsargumentation gehe, dann lande ich nicht bei der Hauptargumentation. Und insofern war es richtig, dass wir auf der Hauptargumentationsschiene geblieben sind. Es war überraschend und entsprechend kritisch habe ich es auch gesehen und auch sogar veröffentlicht, dass das eben entsprechend verschoben wurde, aber geschadet hat es auch nicht. Ja, das sah ich auch nicht kaputt gemacht. Ja. Herr Pauli dazu und dann Herr Wehling, bitte. Vielleicht auch zunächst einmal zu den Zeitpunkten. Jetzt haben wir ja als nächsten Zeitpunkt dann die Abschaltung für die Restverbraucher, die sozusagen noch nicht umgestellt haben. Eigentlich kommt es jetzt eigentlich nicht wirklich darauf an, mehr für die SEPA-Einführung, dass da noch ein paar, vielleicht 10%, ich habe heute früh mit Vertretern diskutiert, wie hoch die Zahlen noch sind, die umgestellt werden. Da kam sowas so um die 10% raus. Herr Massenberg, ich weiß nicht, ob Sie andere Zahlen für den BDB haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass das auch Verbraucher sind, die Schwierigkeiten haben, sich an neue Situationen zu adaptieren, die möglicherweise älter sind, die möglicherweise auch Schwierigkeiten haben, zum Beispiel lange Zahlenketten zu lesen und ähnliches. Da wäre die Viererblockung natürlich auch ganz wichtig, dass das wirklich durchgehalten wird. Übrigens auch bei Bestätigungscodes, damit man auch wirklich die Sachen liest und nicht nur eine lange Zahlenschlange sieht und denkt, oh, wird schon richtig sein. Das ist die große Gefahr von so schnellen Technologien. Ne, die lassen sich zwar schnell abwickeln, aber da guckt keiner mehr und kontrolliert nicht mehr, ob die Zahlung jetzt wirklich richtig war. Dass man also da an diese Leute auch denkt und sagt, das ist jetzt nicht kriegsentscheidend, ob die noch mit ihrer alten Kontonummer arbeiten oder nicht. Und dass man da vielleicht auch einfach entspannt rangeht. Also für den Einführungserfolg von SEPA kommt es darauf jetzt ja eigentlich nicht mehr an. Das Zweite, bei den modernen Technologien muss man natürlich auch gucken, in der Zahlungswelt
der ja kein Verbraucher außer mit dem Bargeld, Bargeld ist Freiheit, sozusagen sich entziehen kann, ist, denke ich, auch für viele Verbraucher doch ein Thema, wie das mit dem Datenschutz bestellt ist. Man möchte nicht gerne, dass über einem ein Profil gebildet wird, da gab es auch gerade jüngst wieder Umfragen zu, und trotzdem ist natürlich gerade mein Zahlungsverhalten das wunderbarste Beispiel für Profilbildung. Und insofern ist immer eine Frage nach dem Motto, all die Anwendungen, die sich draufsetzen, all die Anwender, die jetzt neu auf den Markt treten, die nicht aus der Zahlungsdienstewelt eigentlich originär kommen, wie zum Beispiel die Fintechs, die Sie schon erwähnt hatten. Welche Interessen haben die noch da dran? Wollen die eigentlich mehr an meine Daten oder wollen sie mir eine Zahlungsdienstleistung zur Verfügung stellen? Und ich glaube, dass das auch nochmal ein Faktor sein wird, wie die Bereitschaft von Verbrauchern ist, auf solche neuen Konzepte umzusteigen und ob schon die Zeit dafür auch da ist. Weil nur mal eine persönliche Erfahrung, wenn man über sowas spricht, muss man es auch selbst ausprobieren. Ich habe mir also virtuelle Karten auf mein Smartphone, das übrigens gerade seinen Akku leer gelaufen hat, also eine der klassischen Gefahren, die Sie hier beschrieben haben, ist gerade eingetreten, gelegt und bin damit mal einkaufen gegangen und habe mal geguckt nach dem Motto, wie reagieren denn eigentlich Händler drauf? Also eine der schönsten Reaktionen war gewesen, dass mich jemand an der Kasse anguckte, in einem Supermarkt an der Haupteinkaufsstraße von Berlin, und dann meinte, wie haben Sie denn das jetzt eben gemacht? Also ich war schon froh, dass jetzt nicht der Warenhausdetektiv kam, um dann zu gucken nach dem Motto. Geklautes Handy. Ja, geklautes Handy oder Manipulation des Kassenterminals oder was weiß ich. Und also nach dem Motto, das hat mir nur gezeigt, so richtig angekommen ist das bei den Leuten definitiv noch nicht. Und ob das auch wirklich ankommt, ist auch noch nicht, also das steht noch offen. Ne? Und eine zweite Sache auch, es ist immer die Frage nach dem Motto, was ist der Mehrwert wirklich für alle Seiten? NFC ist so ein Beispiel, soll schneller gehen. Gut, man kann eine Karte nicht verkantet mehr in den Terminal stecken, ne, weil das braucht man ja nicht. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, wenn ich meine Karte in ein Terminal stecke, dann wissen beide Seiten, jetzt geht's los mit dem Zahlen. Ich habe alles gemacht, man wartet nicht auf mich, sondern Karte ist im Terminal, man sieht vielleicht auch noch, was so falsch rum ist. Aber wenn ich mein Handy an so ein Apparat halte und es passiert erstmal nichts, und ich habe das im Ausland erlebt, wollen Sie erstmal diskutieren, dass das geht oder nicht geht, obwohl das Symbol von dem Kartenanbieter drauf ist auf dem Terminal? Also diese Sicherheit nach dem Motto funktioniert. Es gibt also für alles Erfahrungswerte, die sich erst austarieren müssen. Und dann wird man erstmal sehen müssen nach dem Motto, ist das wirklich die Innovation auch aus Verbrauchersicht oder ist es nur ein lustiges Gimmick, was ist aber eigentlich nicht der wirklich entscheidende. Das wird sich, glaube ich, stark sortieren hier. Genau, das wird sich noch stark sortieren, davon gehen wir auch aus. Herr Willing, Sie wollten auch noch, glaube ich, was auf die Ausführungen ganz, sagen. Ganz kurz zur zweite Frage, die ich direkt anschließe dazu. Wann kann ich bei Ihnen über Apps etc. meine Beiträge einreisen? Also wie modern Sie sind Versicherer, lachen. Was ich bezahlen? Ich wollte genau zu dieser Frage kommen. Ja, sehen Sie. Ich glaube, zwei Aspekte muss man, und die beiden Fragen haben Sie, Herr Arnold, ja auch sehr schön auseinandergezogen. Wie sieht das aus mit der Verlängerung? Ich glaube, die war so überflüssig wie nichts anderes. Das wird auch für weitere Projekte in diesem Bereich, wird das nicht, wird Sie das kommen nicht hilfreich durch, ne? sein. Sorry, ich bleibe dabei. Wichtiger ist, glaube ich, der zweite Aspekt. Und das ist die Frage, wie denken wir solche Projekte in Zukunft? Wie wollen wir kommunizieren und wie bauen wir die kommunikativen Schnittstellen mit unseren Kunden? Und da ist die Zahl ist ein Aspekt daraus. Da kommt natürlich dann die, gerade bei uns in der Versicherungswirtschaft, kommt die Frage, wie kommt dann das Claims Handling dazu? Wie spreche ich mit meinem Versicherer? Bringe ich erst mein Auto nach dem Totalschaden in die Händlerwerkstatt und melde es dann? Wie kommt dann die Zahlung? Wie läuft die Zahlung dort ab? Ich glaube, diese Kommunikationsschnittstellen, dort haben wir erst einen Aspekt. Jetzt in der Betrachtung. Und da müssen wir aufpassen, dass dieses eine entsprechend offene Schnittstelle ist und bleibt. Und da sollten wir uns auch nicht zu sehr auf den Bereich, ich sag mal, SEPA jetzt fokussieren. Denn das, was wir sehen im Bereich der Fintechs, ist ja nichts anderes als eine gewisse Abstimmung mit den Füßen. Wir sehen hier, dass wir hier Innovationen haben, weil wir das SEPA-Projekt aus meiner Sicht, das ist jetzt keine Kritik an der Umsetzung, wie wir sie national betrieben haben, sondern von Seiten der EU, wie es gehandelt wurde. Wir haben schlicht und ergreifend das als Projekt von oben aufgesetzt mit einem politischen Ziel. Was aber der Kunde in Zukunft von der Kommunikation erwartet, langfristig von seinem Anbieter, nicht nur von der Bank, sondern dann auch von
von seinem Retail-Händler, wie sieht das aus mit seinem Versicherer. Diese offene Schnittstelle und was dort der Kunde haben möchte, das müssen wir viel stärker in den Fokus stellen und das dürfen wir bei weiteren Umsetzungsprojekten dieser Art bitte nicht, nicht vergessen. Sie haben ganz konkret nach den Versicherungen gefragt. Wie modern digital sind die Versicherungen, was das Thema Bezahlen angeht? Ja, das ist ein aktuell eins meiner Lieblingsthemen. Wir haben 28 Erfordernisse gefunden, wo wir nicht in Textform mit den Kunden kommunizieren können, sondern wo man auf Schriftform angewiesen ist. Also Sie kommen heute online, laden sich, wollen Ihren Versicherungsschutz abschließen, stellen als erstes fest, Ihre Einwilligungsklausel für die Datenschutzerklärung, ganz ohne Daten geht es bei uns leider nicht, Herr Pauli, müssen Sie entsprechend erstmal in Papierform an Ihren Versicherer schicken. Und genauso ist es dann auch bei der Abwicklung der Schadenfälle. Einfacher Kfz-Unfall hier reicht schon dafür aus, dass Sie eine ganze Papierlawine weiterhin in Gang setzen müssen. Da müssen wir wegkommen und hier müssen dann die Zahlungsanforderungen müssen entsprechend mit rein. Ich gehe davon aus, dass wir, nachdem wir jetzt, der eine oder andere weiß, dass wir im Moment auch an der aufsichtsrechtlichen Schiene, Stichwort Solvency II, eine ganze Menge zu tun haben, wenn wir dieses abgearbeitet haben, dass wir dann eine ganze Menge sehr innovativer Produkte erleben werden und dass dann auch Ihr Wunsch der Zahlung per App, glaube ich, sehr schnell dann auch in die Realität überführt wird. Fühlen Sie sich eigentlich ein Stück weit gegenüber den Banken privilegiert, dass die Fintechs vor allem die Banken angreifen, weniger die Versicherer? Also, privilegiert ist ein großes Wort, aber Sie haben es ein Stück weit besser, oder? Ich antworte mal so, wenn ich jedes Mal, wo ich diese Frage bekomme, wann die Fintechs im Versicherungsbereich kommen, 10 Euro bekommen würde, wäre ich ein reicher Mann. Oh. Ne, das und wenn man die Sie, dann noch von bringt, Handy zu Handy überweisen bringt, könnte, wäre es doch wunderbar, bringt Sie oder? Jetzt Ihrer Frage nicht viel weiter. Es zeigt sich halt, dass das Versicherungsgeschäft sehr viel langfristiger orientiert ist, nicht nur von der Orientation, sondern von der Abwicklung her und dass das deutlich schwerer ist. Ich gehe davon aus, dass wir selbstverständlich, so wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben, auch hier Dienstleistungen für die einzelnen Teile der Wertschöpfung sehen werden und das wird dann sicher vielleicht nicht Fintech heißen, nicht ganz so spannend sein, aber das ist halt der Fluch oder der Vorteil, den man im Bereich der Versicherungswirtschaft ab und zu hat. Jetzt gucke ich noch einmal in die Runde, weil ich natürlich gleichzeitig auch ein bisschen auf die Uhr schauen muss, um Ihnen nicht zu viel der Mittagspause zu rauben. Gibt es noch Fragen von Ihnen? Sie gucken wieder bitte mit, vielleicht sehen Sie mehr. Ich sehe keine Hand mehr. Dann vor 2 Jahren haben wir hier über SEPA gesprochen auf der Veranstaltung. Heute ist das Diskussionsthema SEPA rückblickend. Über welches Thema diskutieren wir in 2 Jahren, Herr Thiele? Wie heißt dann das Thema der Diskussionsrunde? Das bespreche ich mit meinem Zentralbereich, den möchte ich nicht vorgreifen. Wollen wir mal gucken, wir planen, als erstes legen wir immer das Datum fest. Und das muss abgestimmt sein mit dem Präsidenten, damit der eben auch dabei ist. Aber was meinen Sie, was zentrale Themen sein werden in 2 Jahren, über die man diskutiert? Zentrale Themen, ich vermute nach wie vor Kartenzahlungen. Ich frage die anderen auch noch. An der Stelle, Kartenzahlungen an der Stelle, dann wie sind wir mit T2S? Die Baustelle wird noch nicht beendet sein, aber es ist eine Riesenbaustelle und es ist eine Riesenveränderung in den ganzen Märkten. Und wir werden bis dahin das ein oder andere technisch auch an Entwicklungen erleben, was wir heute auch noch nicht kennen. Und das wird uns eben auch weiter mit beschäftigen, sodass diese Blöcke weiter Thema bleiben werden. Vielen Dank, meine Herren. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Diskussionsrunde. Applaus